Im Gegensatz zu dem, was viele glauben und was in manchen alten Krimis auch beschrieben wird, sind Rasiermesser keineswegs sonderlich gut geeignet dafür, jemanden umzubringen. Wenn Sie vorhaben, einen Mord zu begehen, dann wäre ein Küchenmesser die bessere Wahl. Denn Rasiermesser haben eigentlich nur eine Aufgabe und die können Sie besser erfüllen als jedes andere Messer. Sie sind dazu da, Haare zu spalten. Dieses spezielle Rasiermesser ist etwa zur Zeit der Französischen Revolution hergestellt worden. Als ich es ersteigert habe, war es in einem so schlechten Zustand, dass ich das Heft komplett austauschen musste. Aber die Klinge war noch gut. So gut, dass man sich noch heute damit rasieren kann. Es ist schon ein seltsames Gefühl, sich mit einer Klinge über das Gesicht zu fahren, die über 200 Jahre alt ist. Man fragt sich, was diese Klinge schon alles gesehen hat und wen sie rasiert hat. Rein vom Alter her könnte es durchaus sein, dass dieses Messer einmal Napoleon gehört hat oder Robespierre. Eine der schwierigsten Stellen beim Rasieren mit dem Messer ist die Oberlippe. Da muss man höllisch aufpassen, dass alles unter Spannung ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein gewisser durchgeknallter Kunstmaler aus dem vorigen Jahrhundert deshalb so einen hässlichen Mini-Oberlippenbart getragen hat, weil er es nicht fertiggebracht hat, sich dort zu rasieren, ohne sich zu schneiden. Mit einem solch alten Messer ist die Rasur noch eine ganze Stufe schwieriger als mit einem modernen Messer. Denn bei den alten ist am Ende diese Schwänzchen, die sogenannte Angel, kürzer als bei den modernen Rasiermessern. Und dies dafür da, dass man den Ringfinger als Gegengewicht drauflegt und damit ein bisschen mehr Kontrolle über die Klinge hat. Deshalb muss man bei den alten Messern eine etwas andere Grifftechnik entwickeln, damit man ohne Schnitte durch die Rasur kommt. Aber am Ende lohnt sich der Aufwand. Dem Messerschmieden von Napoleon und Robespierre sei Dank.